Oh yeah, Elektroschrott. Wieder einmal gibt es wunderbare Dinge zu erleben mit dem Schlangomaten. Und zwar will ich heute diese Klinkenstecker hier, wo die Sensoren mal drankommen, mit der Schlangomaten-Elektronik in Verbindung bringen. Nicht wundern, dass das Unterteil gerade abwesend ist. Das liegt in der Garage und zieht gerade die Flammschutzsuppe in sich rein. Wir machen das ja alles super sicher hier, ja? Wollen ja schließlich den Philipp und seine Schlangen nicht grillen. Also, zur Elektronik kommen wir später. Erstmal Grundvorhaben. Ich habe hier diese Klinkenstecker ausgewählt für die Verbindung mit den Sensoren, weil die einen riesengroßen Vorteil haben. Wenn dem Philipp mal die Gabel zu kurz sind, dann kann er die ohne weitere Probleme mit einer ganz normalen HiFi-Verlängerung verlängern. Und ja, ne, macht man dann so. Ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, wie ich am besten die Pin-Belegung mache. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, ob diese Dinger eigentlich richtig kurzschlusssicher sind. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass beim Reinstecken von den Dingens hier eventuell zwei direkt aneinander liegende Teile hier durchaus irgendwie miteinander in Berührung kommen könnten. Will heißen, schlauerweise sollte ich es eigentlich so machen, dass es nie schlimm ist, wenn zwei nebeneinander liegende von diesen Ringen hier miteinander kurz geschlossen werden. Das heißt, ich muss Masse und 5 Volt an die äußeren beiden legen. Die können definitiv nie irgendwie miteinander verzuppelt werden. Und auf dem mittleren mache ich das Signal, weil der Signalleitung ist es sowohl wurscht, wenn sie mal 5 Volt abkriegt, als auch wenn sie mal Masse abkriegt. Insofern muss ich jetzt noch rauskriegen, bei den Teilen hier, welcher jetzt eigentlich Spitze und hinten und weiß nicht was ist. Und bei der Gelegenheit werde ich gleich mal gucken, ob eigentlich beim Einstecken die Spitze zuerst oder erst der hintere Teil ver... Ach, ich glaube, bei 5 Volt ist das ziemlich egal. Ja, scheiß was drauf, an der Stelle bin ich jetzt einfach mal ein bisschen fuschig. Ich werde auf die Spitze die 5 Volt legen, auf das hinterste Ende die Masse und auf den mittleren Teil lege ich das Signal. Oder auch nicht. Ich habe eine prima Idee. Ich weiß, was ich tue, um das... Ich habe ja hier auch irgendwo in dem Wust die Stecker, die ich letztendlich verwenden will. Genau hier. Das sind so relativ hübsche Teile. Dann schauen wir doch mal, welcher Anschluss hier eigentlich die Masse ist. Also die Masse ist ja das richtig... Hier, ich zeige das mal so. Ne? Also Masse ist das fette Fähnchen. Und jetzt schauen wir mal, welches ist denn das fette Fähnchen. Das piepen wir mal eben durch. Okay, Masse ist also das hinterste Teil. Kein Problem, das ist genau, wie ich es mir gedacht habe. Und dann kommt vorne in die Spitze 5 Volt und in die Mitte kommt die Signalleitung, genau wie ich es mir gedacht habe. Hervorragend. Da habe ich jetzt doch sogar mal auf geradezu empirischem Wege festgestellt, wie es richtig sein muss. Da hätte ich mich sonst geärgert hinterher. Da hätte ich mich geärgert. Gut, dann. Der nächste Versuch ist, was ist denn von diesen Lötfahnen hier tatsächlich das hinterste? Und auch da hilft uns wieder der Piperator. Es ist das lange Fähnchen. Also das lange Fähnchen ist schon mal Masse. Gut. Das heißt, an das lange Fähnchen kommen die schwarzen Kabel. Ich habe mir hier so ein paar Litzen rausgesucht. Das ist nichts Besonderes. 0,255 mm pro Quadrat. Ich hätte auch noch die ganz dünnen Litzen nehmen können. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das hier ist alles so schön mit so dicken Kabeln und so einem Zeug. Da nehme ich doch lieber auch mal eine etwas fettere Litze. Einfach nur, weil es hübscher ist, weil es mehr hermacht. So, von der Länge her müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt natürlich die Box, die dazu gehört, nicht dabei. Aber das muss man sich ungefähr so vorstellen. Das Ding ist hier. Das längere ist das und das Kabel muss, boah, so, ein halber Meter,
Reicht. Hm. Sowas in der Art von hier bis hier und hat noch Platz. Und, ja, das ist gut. Das heißt, ich mache mir jetzt mal meine ganzen Kabel hier schon mal fertig. Das ist übrigens, ich will jetzt nicht sagen, so ein Geheimtipp. Es hat auch so ein bisschen was mit Erfahrung und gesundem Menschenverstand zu tun. Wenn ich diese Litzenkabel hier kaufe, die sind normalerweise mit so einem Stück Tesafilm oder so festgemacht. Den Tesafilm, den mache ich immer gleich als allererstes ab und verwende stattdessen diese kleinen Metallkabel-Dingen sind es da, also, die man eigentlich immer zum Zumachen von irgendwas dran hat. Ganz einfach deswegen, wenn da Tesafilm dran ist und man hat die so 2-3 Jahre lang rumliegen, dann löst sich irgendwann mal der Kleber hier auf und das ist so ein ekliger, klebriger Barz an den Litzenkabeln, dass man im Grunde genommen nur noch die ganzen Kabelrollen wegschmeißen kann. Und diese hier, wenn man Kabel rausgezogen hat, so wie hier, kann man die cool einfach ein bisschen enger drillen und dann halten die Rollen auch vernünftig zusammen. Ist nicht ganz so schick wie das, was ich in einem etwas älteren Video mal gemacht habe mit einer Rolle von Heftpflaster. Aber da ich trotz allem nicht Tim Taylor bin, verbrauche ich einfach nicht genug Heftpflaster, um genug von diesen Rollen zu haben. Also falls jemand von euch zufällig so Heftpflaster leere Rollen rumliegen haben sollte, ja, die könnt ihr mir gerne zukommen lassen, die kann ich gut gebrauchen. Als nächstes, ich muss hier mal ein bisschen Geraffel aus dem Weg schaffen. Als nächstes kommen diese Kabel hier dran. Dafür brauchen wir Lötkolben. Ich habe hier noch die etwas zu fette Spitze drauf, die ich benutzt hatte. Und irgendwas, was ich im letzten Video gemacht habe. Was habe ich im letzten Video gemacht? Netzteil modifiziert, genau. Hier brauche ich jetzt mal eine etwas dünnere. So. Lötzinn habe ich schon da, sehr schön. Und dann fangen wir mal an mit denen, wo wir wissen, wo sie dran müssen, nämlich den schwarzen. Diese Audiostecker, Fuba-Klinkenstecker-Dinger hier, die haben in den einzelnen Lötfahnen so kleine Löcher drin. Und deswegen biege ich jeweils meine Litze zu so einem kleinen Haken zusammen. Und den Haken hänge ich da rein und löte ich dann fest. Ja, jetzt darf ich mir noch was einfallen lassen. Ne? Ja, wo ist die Kreuzfeldseite? Kleiner Trick, um es gerade zu halten. Der Lötkolben ist auf Temperatur, sprich, die erste Leitung kam dran. Ich habe jetzt eine ganze Menge Kabel zu löten. Das ist mit Sicherheit sehr öde, das wollt ihr nicht sehen. Und deswegen machen wir jetzt mal Hex, Hex! Simsalabim, alle Lötstellen sind lötgestellt und der Stumpfschlauch ist schon vorbereitet. Der geht jetzt hier auf die Teile drauf, sofern er drauf geht. Ja, wir machen das ja schließlich alles super ordentlich hier. Ne? Wie das bei solchen magischen Situationen ist, habe ich natürlich auch schon magisch durchgepiept, dass ich wirklich überall die richtigen Teile miteinander vergängelt habe. Und jetzt kommt der Stifttoaster zum Einsatz. Elektrotechnisch gesehen könnte man damit zufrieden sein, aber rein aus ästhetischen Gründen möchte ich da noch ein bisschen zusammenführen, sage ich mal. Sobald ich mal einen Seitenschneider finde, tue ich das auch. Hallo, Feedbacks. Ja, hier. Jetzt habe ich hier die Kabelverbindung an der Seite soweit fertig. Als nächstes krimpe ich an die anderen Enden die passenden Stecker dran.
Ja, wahrscheinlich habt ihr schon im Pulse hervorragend ein Anleitungsvideo gesehen, wie es geht, aber ich habe es, glaube ich, hier noch nie so vor der Kamera gemacht, also mache ich das auch mal. Um diese PSK-Stecker zu crimpen, spannt man zuerst diese kleinen Steckkontakte da in der Zange ein, und zwar so, dass von einem weg diese Haken sind. Dann schnappt man sich sein Kabel, das so ungefähr 3 mm abisoliert ist, die Litze. Jetzt muss ich mal zusehen, dass ich das hier so hinkriege, dass ihr was seht. Das steckt man hier rein, und zwar so, dass die Isolierung gerade so in dem ersten Haken ist. Ich zeige gleich, was ich damit meine. Dann drückt man die Crimpzange ganz zu. Vorsichtig vom hinteren Ende aus rausfieseln, das kann sonst schon mal abbrechen. Und dann hat man so einen wunderbar gekrümmten Kontakt hier. Was ich gemeint habe mit der Isolierung in der ersten Fahne, das ist, ich hoffe, man kann das hier sehen, diese Kontakte, die bestehen so aus zwei Fähnchen, die so zusammengequetscht werden. Das erste Fähnchen sollte die Isolierung quetschen, das zweite den abisolierten Teil des Kabels. So, das mache ich jetzt auch nochmal schnell mit den beiden anderen. Nee, der schwarze ist nichts geworden, das kann passieren. War nicht weit genug reingesteckt. Es muss weit genug drin sein, weil wenn die Isolierung nicht von dem Kontakt gegriffen wird, dann fallen die Stecker einfach ab. Das Festklemmen an der Isolierung ist im Grunde genommen das, was den Stecker festhält. Der abisolierte Teil ist wirklich nur für den Kontakt da. Jetzt brauche ich so ein Steckergehäuse. Ja, Steckergehäuse, die sind nicht symmetrisch, ne? Verpolungssicher. Und wenn ich mir das so anschaue, wenn das Steckergehäuse so rum ist, dann habe ich auf der rechten Seite das Signal, in der Mitte Plus und links Minus. So habe ich es mir jetzt zumindest bestiftet. Schaue ich mir nochmal an, ob das plausibel ist. Signal in der Mitte Plus, das stimmt auf jeden Fall. Links Minus stimmt auch. Ja, ist korrekt. Das heißt, ich kann jetzt meine Teile hier reinprängeln. Ja? So. Das mache ich jetzt. Ich tue jetzt schon mal den Minus rein. Und die schiebt man hier einfach rein. Ja? Auf der anderen Seite ist so eine kleine Aussparung. Und in die Aussparung greift so eine Nase von dem Kontakt rein. Klack. Dann hält das auch. Ja? Dann in der Mitte haben wir Plus, habe ich gesagt. Selbes Spielchen. In der Mitte entspringt ein Plus. Oh. 5 Euro in die Verbeisatismuskasse. Passt. Passt. Erstes PSK-Kabel ist fertig. Das kann hier so drauf. Klack. Und damit kann ich jetzt meine Sensoren anschließen. Zweite Kabel funktioniert genauso. Da müsst ihr nicht zugucken. Ja, die Verbindung ist hergestellt. Und ja, das sieht ja nach sauberem Kabelsalat aus. Aber das ist natürlich nicht dauerhaft. Wenn ich hinterher die Stromkabel und den ganzen Kram verlege, dann werde ich die hier alle schön mit Kabelbindern zu so einem Kabelbaum zusammen machen. Dann wird das schon. Aber es lohnt sich nicht, da jetzt großartig was dran zu machen, wenn ich es hinterher sowieso alles irgendwie mit Kabelbindern zusammenbastle. An diesem Punkt am gestrigen Basteltag, meine Freunde, sah alles noch ziemlich hoffnungsvoll aus. Dann kam eine Situation, die ich am besten mit diesem Anblick hier illustrieren kann. Ja, was war passiert? So manches, das ich jetzt nur erzählen kann, denn das zugehörige Videomaterial ging verloren, als ich die Speicherkarte, auf der ich es aufgezeichnet hatte, liebevoll zerstückelt, mit Benzin übergossen, angezündet und angepisst habe. Es ist ein übliches Verfahren unter Elektronikern, wenn Sachen nicht funktionieren, die man gefilmt hat. Man beschwört damit die guten Geister des SanDisk oder so. Ich erkläre kurz, was Sache war. Ich hatte also diesen ganzen Kram zusammengebastelt, so wie ihr das gestern gesehen habt, beziehungsweise vorhin, ihr guckt das ja vermutlich am Stück. Und ich hatte vorher immer meine Sensoren mit solchen Jumperkabeln hier, ja, Breadboard zum Testen. Fertige Sensor kann natürlich so nicht dran. Der sollte ja laut Aussage von Philipp so ein grob 2,5 Meter langes Kabel kriegen. Also, was mache ich? Ich löte mir ein grob 2,5 Meter langes Kabel zusammen, hier, sowas. Ein schönes dreiadriges Kabel mit einem Klinkenstecker am einen Ende für den Schlangomatendeckel. Am anderen Ende hatte ich direkt einen von den Sensoren angelötet. Hier ist jetzt ein Stecker dran. Warum, erfahrt ihr gleich. Dann stecke ich das alles zusammen und ging nicht.
mit langem Kabel gab es generell immer nur, ja, wie soll ich sagen, Lesefehler, also Paritätsfehler, unsinnige Werte. Bei mir im Zimmer waren plötzlich 243 Grad Celsius. Unwahrscheinlich. Und ja, immer mit dem kurzen Kabel ging es, mit dem langen Kabel ging es nicht. Ins Datenblatt geschaut, Sensor sagt, oh, Kabel bis 30 Meter, überhaupt gar kein Thema. Also denke ich mir, was zum Fick? Okay, dazu eine kurze Erklärung. Ich ziehe das mal hier ab und zeige euch das. An irgendeiner Stelle, nämlich, wo sind sie hier? Da seht ihr diese Lötpads. Da waren meine Pull-Up-Widerstände für den Sensor dran. Der Sensor braucht nämlich Pull-Up-Widerstände auf der Datenleitung. Und da hatte ich genommen, weil die Leitung ja ein bisschen länger ist als sonst, meine ich 4,7K. Ehrlich gesagt, bevor ich keine da hatte in der Größe, sondern 1K. Gut. Mit den kurzen Kabeln hat das alles wunderbar funktioniert. Mit dem langen Kabel nicht. Also gut, habe ich mir gesagt, dann will ich mal nicht so sein. Dann mache ich es halt mal wie in der Anleitung. Hab die beiden Widerstände da mit dem Stifttoaster rausgelötet. Hab wieder ein langes Kabel dran. Hab am anderen Ende vom langen Kabel, sieht man hier gerade, wenn man genau hinschaut, einen 4,7K Widerstand. Die Reaktion meinerseits darauf war ungefähr so. Ich habe dann viel mit dem Oszilloskop gemacht und rumgespielt und gemessen. Und ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber vielleicht ist es vielleicht für euch irgendwann mal interessant, wenn ihr diese Sensoren verwendet. Das gewinnende Rezept war folgendes. Widerstände hier, raus, keine Pull-Ups auf dem Board. Interne Pull-Ups auf dem Mikrocontroller aktivieren, hat die Library nicht gemacht, die ich verwende. Und dann, statt direkt den Sensor ans Kabel zu löten, habe ich hier mir so ein Modul gebastelt. Ja, ihr werdet verzeihen, dass ich diesmal keine Platine dafür gemacht habe, wo nochmal ein 4,7K Widerstand drauf ist als Pull-Up, sodass an beiden Enden der Leitung ein Pull-Up dran ist. Einmal beim Controller und einmal beim Sensor. Und was soll ich sagen? Es funktioniert hervorragend. Ich habe jetzt hier also ein Kabel mit einem Klinkenstecker an einem Ende und einem Sensor am anderen. Und ich habe das hier und das schauen wir uns jetzt kurz an. Willkommen am Computerplatz. Hier ist das Dingenskirchen. Hier ist Kabel, Anschlusskabel, hatten wir ja gestern gesehen. Das kommt mal so ganz gechillt hier dran. Sensor 1. Klack, ne? Sehr, Kabel verbunden. Dann haben wir hier den Sensor, der kommt mal hier genau bei euch ins Blickfeld. Ihr sollt ja auch was davon haben. Wir haben hier dieses Gedängel und in das Gedängel kommt das Gezuppel hier rein. Klack, gezuppelt, fertig. Ja. Das heißt, jetzt haben wir hier wirklich den Aufbau, so wie er sich gehört mal. Ja, vielleicht irgendwann mal nicht ganz so lose, sondern in der Kiste. Da kommt, Stromversorgung mache ich im Moment gerade mal über das Programmer-Kabel. USB dran. Und jetzt sollte man hier relativ bald sehen, wie der da sagt, dass was geht. Hey, geil. Ich bringe euch mal ein bisschen näher hier an den Monitor ran. Während der da noch das USB-Gerät sucht. Ja, er hat das USB-Gerät gefunden. Und was ich jetzt tue, ist, ich tippe die magischen Buchstaben Sens. Und ich kriege gesagt, 24,5 Grad, 45,1% Luftfeuchtigkeit. Und das, meine Kinder, ist geil. Das wollte ich so haben. Ja, ich denke, das reicht für den Tag. Und während ich mir überlege, welches von den Mehlbacke-Paketen, die ich empfangen habe, ich als erstes aufmache oder ob ich sie beide in eine Sendung packe. Ja, währenddessen könnt ihr euch mal auf den Kopf gehen lassen, warum dieser Kack da mit den Pull-Ups so nicht funktioniert hat, wie ich es mir ursprünglich gedacht hatte. Und wenn ihr wisst, wieso es ist, also nicht nur so raten, sondern wenn ihr es wisst, dann seid doch so gut und schreibt es mir in die Kommentare, ja. Und vergesst nicht, immer schön auch mir bei Google Plus folgen. Google Plus, ja, ist gut. In diesem Sinne, tschüssing.